Herzlich willkommen zurück zur GPL-Show Season 9. Heute Spieltag 4 in der Doubles Division. Und es ist ein Spieltag, an dem einiges passiert ist. Von daher fangen wir doch direkt an. Im ersten Match des Tages, die Scherzkekse gegen die Fan and Gator, ist Pock heute tatsächlich mit einem speziellen Entei und der Eruption am Start. Der Kampf beginnt jedoch sehr passiv, da sich größtenteils einfach nur vier Pokémon über das Spielfeld hinweg anstarren, sich aber kaum Schaden machen können. Als es dann endlich losgeht, gibt es direkt einen Flammenwurf-Burn und einen Eisstrahl-Crit, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Doch damit nicht genug der Hex, denn nächste Runde wird Metagross vom Eisstrahl gefreezed, taut aber glücklicherweise sofort in der darauf folgenden Runde auf. Dann kommen wir zu einem der großen Probleme, wenn man ins Pokémon Competitive einsteigen möchte. Game Freak selbst versteht manche Fähigkeiten nicht so ganz. Hydronic versucht hier mit der Dampfwalze von Kagoron Milotix Initiative zu senken, um die Unbeugsamkeit zu aktivieren. Das funktioniert aber nicht und er ist komplett verwirrt, was da gerade abgeht. Schauen wir auf PokeWiki nach, sehen wir, dass Unbeugsamkeit ausschließlich vom Gegner getriggert werden kann und es des Weiteren Ausnahmen wie in Vertigo gibt. Im Game selbst steht jedoch folgendes: Erhöht den Spezialangriff stark, wenn ein Statuswert gesenkt wurde. Wenn man nur das liest, ist es ja wohl absolut eindeutig, dass die Dampfwalzenstrategie hätte aufgehen müssen. Und ja, ich weiß, historisch gesehen musste man sich bei den Beschreibungen in-game sehr kurz halten und konnte oder kann auch bis heute viele Ausnahmen nicht erwähnen, aber ich bin mir sicher, ein kurzes vom Gegner hätte hier easy reingepasst. Somit sind ein paar freundliche Nerds aus dem Internet, die einfach nur in ihrer Freizeit anderen Leuten helfen wollen, scheinbar etwas kompetenter als Game Freak und Nintendo. Aber zurück zum Match. Beide Kontrahenten geben sich weiterhin sehr viel Mühe, möglichst viele Monster zu preserven, bis plötzlich drei Pokémon in nur einer Runde K.O. gehen und Demeteros auf einmal alleine gegenüber von Alolas Nobilikat und Trikefalo steht. Der Draco misst und es ist auf einmal 1 gegen 1, aber Trikefalo trifft dieses Mal den Draco-Meteor und sichert das Match super knapp mit 1:0 für den Underdog, die Fan and Gator. Als nächstes schauen wir auf die Volt Wizards gegen die Toon World und neben dem Turn 2 Klebenetz geht der Kampf direkt mit einem Siedewasser-Crit auf Mammute los, welches sofort droppt. Denzel setzt nun mit Brokkolos den Sandsturm auf und bekommt mithilfe des Fluchtknopfs noch in derselben Runde Stalobor rein, doch Gortrom wechselt für Heatran ein und steckt den Double Target easy weg. Die Toon World verhindern mit Rapidschuss die Gefahr einer Grasrutsche, doch Gortrom überlebt die Kreuzschere und nimmt Viridium mit einer durch die bereits verspeiste Zitrobeere verstärkten Akrobatik raus. Gleichzeitig kassiert Stalobor auch noch den Siedewasserburn, was die Yu-Gi-Oh!-Fans weit zurücksetzt. Steinkante nimmt Gortrom dann endlich raus, Lectragon kommt rein, allerdings ist der Sandsturm schon vorbei und die Fähigkeit Strolch erlaubt es Zubiris, Lectragon mit dem Irrlicht zu verbrennen, bevor es das erste Mal agieren kann. Danach geht es los mit den Schutzschildplays. Nespro protectet den Double Target auf Tandrak und zerstört mit Schmarotzer das halbe Lectragon, welches sich dann selbst hinter einem Schutzschild versteckt, als Stalobor endlich Tandrak rausnimmt. Dieses Stalobor protected dann, wird aber gar nicht angegriffen. Stattdessen holt Xpert den Rückenwind raus und ein weiterer Schmarotzer kümmert sich um den Elektrodrachen. Als Lamus dann nur noch alleine auf Seiten der Toon World steht, holen die Volt Wizards endlich die bereits das ganze Match geplante Strategie raus. Der Sonnentag wird aufgesetzt und Zubiris aktiviert mit dem Prio Irrlicht den Feuerwänger von Heatran, sodass die Eruption das Match beenden und den 3:0-Sieg für die Raichus einfahren kann. Das dritte Match des Tages, die Royal Bluff gegen die Soul Blaze, markiert den Einzug der Kommerzialisierung in die GPL, als Razer als bisher letzter in der Doubles Division mit einem Sponsorenvertrag um die Ecke kommt. Dazu eine kurze Frage: Gilt das jetzt als Doping, wenn er sich das Zeug selbst durch die Nase zieht? Ele hingegen betont zu Beginn eher seine Angst vor Männern, die nichts mehr zu verlieren haben, und da ist Razer natürlich aktuell einfach nur furchteinflößend, aber Timo ist heute eher unlucky als alles andere. Sein erster Angriff, die Pferdestärke, Mist. Danach wird er zweimal direkt in Folge gekrittet und verliert Ravigator. Als er dann Lucario mit dem Prügler auf plus 5 Angriff bringt, setzt er eine Knochenhatz auf Mimikma ein, um den Kostümspuk zu umspielen. Drei Hits würden easy zum Kill reichen, aber Lucario braucht nach zwei Treffern erstmal eine Pause. Trotzdem ist dieses Lucario eine Macht und vernichtet das Schlurpling mit nur einem einzigen Ableithieb. Dann kommt Kikli rein und drückt nicht auf den Mogelhieb, sondern lässt sich ebenfalls sofort von Lucario mit einem Turbotempo rausnehmen, während Katapultras Phantomkraft sich um das Mimikma kümmert. Razer heute einfach in der Matrix unterwegs und umspielt auch die nächste Gefahr in Form von Serapendra, aber hier findet Lucario dann sein Ende.
Die Royal Bluff stehen also nur noch mit Tapu Koko und Latias da, aber mit den beiden ist natürlich nicht zu spaßen. Latias überlebt die Phantomkraft mit 3 KP und Tapu Koko kümmert sich um das Katapuldra, während das eingewechselte Lavados auch ordentlich Schaden abbekommt. Doch jetzt verfällt Razor wieder in alte Gewohnheiten. Nach einem bisher quasi makellosen Match double-targetet er hier das 3 KP Latias, was dann einfach protected und Azumarill stirbt, ohne dass Progress gemacht wird. Die Royal Bluff auf einmal wieder im Game, es steht 2-2. Doch jetzt double-targetet Ele das Schutzschild einsetzende Hutsasa, verliert sein Latias an Lavados und Koko alleine kann das Match nicht mehr drehen. 2-0 für die Soul Blaze. Im letzten Match des Tages führen die Victory Instinct die Trends gegen die Akatsuki Amphibians fort. Erneut müssen sie sich mit den Giftspitzen rumschlagen. Knackrack stirbt recht früh und Mindtube fast mit der wunderschönen Donnerschlag-Prediction auf Tapu Fini, aber er traut sich am Ende einfach nicht. Dann traut er sich hingegen in Erwartung von Nidoqueen auf den Trefferschwall gegen Volcanion zu drücken. Doch dieses bleibt dann einfach drin und Valuoso stirbt, obwohl es deutlich weniger Work gemacht hat als gehofft. Jedoch bleibt Mindtube sehr, sehr ruhig und traut sich kurz danach erneut auf die Wasserattacke gegen Tapu Fini und H2O-Absorber Volcanion zu drücken, aber diesmal geht es auf. Das angeschlagene Zeraora geht K.O. und Nidoqueens KP-Balken gleicht nur noch einem abgebrannten Streichholz, als Bene hart für diesen Double-Switchout gepunished wird. Raichu wechselt kurz auf die andere Seite, um auch noch den Killer an Nidoqueen zu holen, Akani muss dafür jedoch geopfert werden. Als die Akatsuki Amphibians hier ihr Bestes versuchen, um diese aussichtslose Situation noch irgendwie zu handeln, fällt ihnen der eigene Fluchtknopf in den Rücken und bringt Raichu den letzten wirklichen verbleibenden Threat zurück aufs Spielfeld, welches daraufhin K.O. geht. Der Donnerblitz hätte vielleicht noch das Volcanion getötet und somit etwas am Ergebnis verändert, aber der Sieg für die Victory Instinct war hier gesetzt. Sie gewinnen mit 4-0. Tatsächlich hat auf Benes Seite nur ein einziges Mon Kills bekommen, und zwar Nidoqueen. Die Giftspitzen heute einfach wieder super stark und alle 6 Kills gehen auf das Konto der Königin. In der Gesamttabelle gibt es erneut einen Führungswechsel. Die Volt Wizards auf Rang 1 vor den Scherzkeksen, die nun auf Rang 2 sind, während Victory Instinct das Ganze zum Triell um Platz 1 macht, alle 3 mit 18 Punkten. Die Toon World jetzt tatsächlich schon 6 Punkte dahinter, aber definitiv noch Best of the Rest mit 12 Punkten. Die Soul Blaze können auf den 6. Rang vorrücken und sind somit punktgleich mit den Akatsuki Amphibians, während die Royal Bluff den 7. Rang übernehmen und die Fennen Gator nach wie vor das Schlusslicht sind. In der Doubles-Tabelle können die Volt Wizards ebenfalls die Führung übernehmen, allerdings geht es für Hydronic direkt runter auf Rang 3, denn Bene überholt ihn ebenfalls. Trotzdem alle 3 noch punktgleich und kurz dahinter Mindtube und tatsächlich Pock Galaxy auf dem 5. Platz. Großer Sprung heute für ihn, obwohl sein Team in der Gesamttabelle immer noch letzter ist. OGDNZ und Electric 9 müssen somit jeweils einen Platz abgeben und Razer trotz der ersten Punkte, trotz dem ersten Sieg, nach wie vor auf dem letzten Rang. In der Gesamtkillrangliste gibt es eine große Änderung. Wir sehen zwar immer noch Staliwar mit 13 Kills auf Rang 1, aber Nidoqueen, die heute 6 Kills bekommen hat, mit 10 Kills auf Rang 2. Punktgleich quasi mit Libalo, aber Nidoqueen mit weniger Einsätzen. In der Doubles Division ist Nidoqueen natürlich auch vertreten und holt sich direkt den 1. Rang mit 7 Kills, punktgleich mit Mimikma, aber Mimikma mit mehr Einsätzen. Primarene immer noch mit dabei auf Rang 3 mit 5 Kills. Schauen wir also auf den nächsten Spieltag, der 5. Spieltag in der Singles Division, und da geht es direkt los mit der Toon World gegen die Soul Blaze, ein wichtiges Match auf beiden Seiten, denn die Toon World wollen auf keinen Fall den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren, während die Soul Blaze definitiv jetzt hier ihr Momentum mitnehmen müssen. Und dann geht's richtig zur Sache, die Volt Wizards gegen die Scherzkekse, ein weiteres Top-Match im Top-Triell. Es geht um jeden Punkt, um jeden Differenzpunkt, denn die drei da oben sind viel zu nah beieinander, als dass man irgendwas liegen lassen dürfte. Die Fan and Gator wollen sich ihren ersten Single-Sieg gegen die Akatsuki Amphibians holen, während die Victory Instincts die im Moment schwächelnden Royal Bluff empfangen. Und das war's dann auch für die heutige Ausgabe. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns zum 5. Spieltag in der Singles Division wieder. Bis dahin, haut rein!